Das Glücksrad hat Einkehr gefunden in Magic Awakened. Und in vergangenen Videos sprach ich das Glücksrad immer mal wieder an, weil ich vermehrt gelesen habe, dass das Glücksrad die beste Möglichkeit ist, Juwelen und Edelsteine im Spiel zu investieren. Und ob das tatsächlich der Fall ist, das gucken wir uns zusammen an. Wie immer, nach dem Intro. So, das Glücksrad ist live. Es ist, glaube ich, gestern früh gestartet und ihr seht, noch 22 Tage und 13 Stunden ist das Ganze aktiv. Und wir klicken einfach erstmal gemeinsam auf das i, um zu gucken, was für Informationen werden uns denn hier zum Glücksrad gegeben. So, Uhrenschlüssel kannst du mit Juwelen kaufen. Klicke auf das Plus-Symbol zum Kaufen. Klar, Juwelen geben wir dafür aus, beziehungsweise Edelsteine, um dann am Glücksrad teilzunehmen. Bei jedem Dreh am Glücksrad erhältst du einen zufälligen Preis. Ja, das kennt man. Jeder Preis hat eine begrenzte Anzahl und eine Wahrscheinlichkeit wird auf andere Gegenstände übertragen, nachdem er ja vermutlich leer ist oder nachdem man alle diese Anzahlen bekommen hat, weil dann fehlt dieser eine Preis im Glücksrad und deswegen ist es natürlich wahrscheinlicher, einen der anderen zu bekommen. Ziehe alle zeitbegrenzten Preise und du erhältst alle übrigen Preise. Okay, also wenn man die vier Exklusiven, die man ja da rechts sieht, wenn man die bekommen hat, beziehungsweise den letzten der vier bekommen hat, dann bekommt man alles, was im Glücksrad erhältlich ist. Und wir werfen gerade mal einen Blick auf die Items, eine Schneeeule. Das ist, wenn ich auf das Auge klicke. Okay, dann sehe ich sie nochmal in einer anderen Darstellung. Sieht schon süß aus. So, ein Zauberstab. Rache des Turms. Erkundungsattribute plus 15% und Duellierclub Rettungsversuche plus 1. Dann die Kleidung. Also, das ist einmal die für den Herren. An Viktor Krumm angelehnt, denke ich mal. Und dieses schöne Kleid für die Damen. Und dann gibt es noch Dekor Traumkiste. Ein Möbelstück. Okay. Also grundsätzlich Cosmetics, auch wenn der Zauberstab natürlich Einfluss aufs Spiel hat. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zusammen zum Glücksrad. Okay, links seht ihr Saison exklusiv, noch 22 Tage, 13 Stunden. Darunter klicken wir mal aufs Auge und sehen die Schneeeule. Okay, den Zauberstab ist nochmal ein kleines Video, um das so ein bisschen schmackhafter zu machen. Das Möbelstück holt mich jetzt nicht wirklich ab, aber das Viktor Krumm-Outfit, das ist schon sehr cool. Oder soll es daran angelehnt sein? Erinnert mich irgendwie dran. Ich müsste aber jetzt selbst nochmal googeln, ob er das getragen hat. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. So, okay, also das sind die Preise. Neben diesen Vieren, die seht ihr dort auf dem Glücksrad, gibt es noch weitere. Es gibt 10-mal einen goldenen Schlüssel. Da seht ihr einmal die 1 dran, also man bekommt einen und die 10 bedeutet, wie oft das Stück verfügbar ist. Es gibt 18-mal 1300 Gold, es gibt 5-mal den Trunk des Friedens, 10 Silber, nee, 10-mal 5 silberne Schlüssel, dann 25 Möbelstücke und zwar Dekor-Rätselkiste. In dieser Saison sind bis zu 25 Dekor-Mystery-Boxen erhältlich. Also man bekommt dann, wenn man diesen Preis gewinnen sollte, nicht immer wieder dasselbe, sondern das sind 25 unterschiedlich aussehende Teile. Dann 18-mal 400 Echo-Kristalle, genau. Und eben die 4, die man da haben möchte. So, und es stand eben dort, wenn man die 4 bekommen hat, die 4 exklusiven Items, bekommt man direkt den Rest. Das bedeutet, rein theoretisch könnte man mit 4 Ziehungen hier durch sein, weil bei jeder würde man eines der exklusiven Items bekommen, hätte dann 4 und beim vierten würde man den gesamten Rest bekommen. Das sieht in der Praxis natürlich nicht so aus, denn es gibt Preiswahrscheinlichkeiten. So, und da sieht man, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, eines dieser Teile zu bekommen, denn die haben nicht alle die vom Kuchen normalerweise
anmäßige Wahrscheinlichkeit, ihr wisst, was ich meine. Oder wenn man vier Teile hat auf dem Kuchen, hat jedes 25%. Das ist hier nicht der Fall, dass das durch 2, 4, 6, durch 10 geteilt ist, sondern die Sachen, die man haben möchte, haben natürlich eine geringere Wahrscheinlichkeit. Die Schneeeule 2%, der Zauberstab 1,5%, das Gewand 1,2% und die Dekorkiste 0,3%. Und dann Gold 17%, Trank 16%, Schlüssel 16%, 16%, der Kristall 17% und der goldene Schlüssel 13%. So. Unten könnt ihr nochmal lesen, wenn ein Typ von Preisen aufgebraucht ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der anderen. Wenn du alle zeitbegrenzten Preise ziehst, erhältst du den noch übrigen Inhalt des Rads. Das war das, was ich eben nochmal angesprochen hatte. Und wenn eines davon wegfällt, sagen wir mal, man hat alle silbernen Schlüssel bekommen, wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass man die anderen bekommt. So, ihr seht die Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, am wahrscheinlichsten ist das, dass man das Beiwerk bekommt, nicht das, was man haben möchte. Und deswegen habe ich mir überlegt, das Ganze mal mit euch hochzurechnen, was denn das kosten würde. Und deswegen muss ich hier nebenbei auf meinen schlauen Zettel gucken. Insgesamt gibt es eine Anzahl von Preisen. 18 Gold, 5 mal den Trank, 10 mal den Schlüssel, 25 mal die Kiste, 18 mal die Kristalle, 10 mal den goldenen Schlüssel. Das sind dann insgesamt 86 plus die 4 sind 90. Und das seht ihr auch hier unten. Heute verbleibende Drehungen 90 von 90. Das heißt, an einem Tag könnte man das Ding leer machen. Wenn man Pech hat, muss man nämlich 90 Mal drehen. So, fürs Drehen braucht man Uhrenkristalle. Ich habe zwei Stück. Einen gab es per Post umsonst und ich weiß gerade gar nicht, wo ich den zweiten her habe. Die kann man auf jeden Fall kaufen. Man kann einmal links ein Uhrenschlüsselpaket kaufen. Da sind 7 Stück drin für 680 Juwelen. Und dann kauft man einen Uhrenschlüssel für 200 Juwelen. So, und ich sagte eben, man muss 90 mal drehen. Das heißt einmal das Paket. Dann braucht man noch 83 Schlüssel. Genau. Und die muss man kaufen für je 200 Juwelen. Das heißt 680 Juwelen für das Paket. Und dann nochmal 83 mal 200 Juwelen, das sind 16.600 Juwelen. Also insgesamt 17.280 Juwelen für 90 Drehungen, wenn man Pech hat und die 4 zum Schluss bekommt, beziehungsweise eines der 4 exklusiven Items zuletzt. So, das heißt, wir müssen 17.280 Juwelen kaufen. Dann tun wir das doch mal. So, wir können unten das Paket kaufen. Da sind 12.960 drin für 109,99 €. Dann brauchen wir noch das 3.960er-Paket für 33,90 €. Und dann fehlen noch 360, also noch einmal das 300er für 5,49 € und das 60er für 1,09 €. Diese 4 Pakete müssten wir kaufen, um ganz genau auf 17.280 Juwelen zu kommen, die wir für die Schlüssel benötigen. So, und was ist das dann in Summe? Das sind 150,65 €. 150,65 € für das alles hier. Also wenn ihr beispielsweise, wo war denn die Wahrscheinlichkeit am geringsten, das Möbelstück, wenn ihr sagen wollt, das möchte ich haben, das brauche ich. Ich spiele das Glücksrad für das Möbelstück. Dann könnte es sein, dass ihr 90 mal drehen müsst. Das bedeutet, ihr müsst 90 Uhrenschlüssel kaufen und die kosten in Summe dann 150,56 €. Ja, es ist eine stolze Summe für ein Mobile Game. Und ich möchte jetzt gar nicht den Pot aufmachen, sollte man für sowas Geld ausgeben oder nicht. Ich bin auch jemand, der gerne den einen oder anderen Euro investiert, aber keine 150 € für das, was man hier sieht. Ich mache es so, das habe ich mir überlegt. Wir kaufen uns einmal das 7-Uhren-Schlüsselpaket für 680. Ach, jetzt wird es teurer. Ah. Okay, das habe ich eben gar nicht wahrgenommen. Man kann jetzt nochmal 10 Uhrenschlüssel für 1680 kaufen. Das ist natürlich dann ein bisschen günstiger.
Da muss ich jetzt nochmal neu rechnen. Nein. Obwohl, ist es nicht. Ach, man kann es auch nur einmal kaufen. Limit 1. Das heißt nochmal, statt 2000, die ich eben berechnet hatte. Also man spart 320 Juwelen. Das sind dann die zwei Pakete. Okay, dann sind wir noch bei rund 144 Euro. 144 Euro. Würde ich euch jetzt auch nicht empfehlen, das dafür auszugeben. So. Ich erhöhe mal die Zeiger auf 3. Dann können wir 3x3 Drehungen uns anschauen. Und mal gucken, bekomme ich Viktor Krumms Outfit? Erste Drehung. Wie knapp ist das denn? Und wo ist denn der? Ich habe gar nicht gesehen, wo der untere rechts da war. Magische Texte. Achso, die habe ich oben aus dem Möbelstück rausbekommen. Aber wie knapp war das da am Outfit? Nee, nee, nee. So, nächste Drehung. Komm. Komm, komm. Ja. Einen ganzen Haufen Silberschlüssel. 15 Stück. So, letzte Drehung. Jetzt nochmal alle. Ganz wichtig. Daumen drücken. Ganz, ganz wichtig. Wir wollen Viktor Krumms Outfit. Das sieht nicht danach aus. Aber ganz knapp an der Kiste da. Naja. Es ist, was habe ich bekommen? Sortiment aus Weasleys Zauberhafte Zauber Scherze. Okay. Also ich habe es nicht bekommen. Ich habe den ganzen Mist bekommen, den man nicht haben möchte. Den hier unten mit den hohen Wahrscheinlichkeiten. Ja, damit wäre bewiesen, dass man nicht das bekommt, was man haben möchte. Klar, man kann Glück haben. Klar, man kann mit einer Drehung beispielsweise das Outfit kriegen oder die Möbelkiste da oben mit der ganz geringen Wahrscheinlichkeit. Aber in der Praxis sieht es in 99% der Fälle genau so aus. Und bitte gebt dafür keine 150, wollte ich gerade sagen, 144 Euro aus. Ich glaube, in der Videobeschreibung beziehungsweise im Titel schreibe ich 150. Sieht besser aus, oder? 150 Euro fürs Glücksrad. Es sind 144 ungefähr. Könnt ihr gerne nochmal nachrechnen. So, wir haben es uns zusammen angeguckt. Ich habe sinnlos Juwelen ausgegeben. Und ihr könnt sehr gerne in den Kommentaren festhalten, was ihr denn bekommen habt. Und ich weiß, der eine oder andere wird schreiben, dass er was von den exklusiven Dingen da erhalten hat. An der Stelle ein großes Glück, einen großen Glückwunsch von mir. So, damit sind wir am Ende dieses etwas anderen Videos angekommen. Ganz wichtig, möchtet ihr in Zukunft noch mehr von Magic Awakens sehen, von mir in dem Fall, dann abonniert doch liebend gerne den Kanal und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.